Mach ja deine Hausaufgaben. Mach gefälligst deine Hausaufgaben. Mach ruhig deine Hausaufgaben. Mach doch deine Hausaufgaben. Herzlich willkommen zum sechsten Teil von Modalpartikeln. In diesem Video sehen wir ein bisschen, wie ein Imperativsatz oder ein Aufforderungssatz, eine Aufforderung zusammen mit Modalpartikeln funktionieren. Sie haben gerade vier Sätze gehört und diese vier Sätze sind sehr unterschiedlich und die Bedeutung, also das, was ich effektiv kommuniziere, ist jeweils ganz anders. In diesem Video sehen wir, wie ein Imperativsatz mit Modalpartikel eine Drohung sein kann, eine starke Aufforderung, eine Erlaubnis oder auch so etwas wie ein Tipp, eine Empfehlung oder ein Ratschlag. Vergessen Sie ja nicht, an unserer Übung teilzunehmen. Der Link steht in der Beschreibung. Viel Spaß und bis gleich. Im Video letzter Woche haben wir gesehen, wie der Imperativ auf Deutsch gemacht wird, wie er funktioniert. Falls Sie das Video noch nicht gesehen haben, steht der Link wie immer in der Beschreibung. Jetzt sehen wir uns aber unsere Sätze an. Wir haben im Prinzip einen Satz und das, was anders ist, ist jeweils die Modalpartikel. Nummer 1. Mach ja deine Hausaufgaben. Wenn ich sage, mach ja deine Hausaufgaben, dann ist das sehr stark und man könnte fast sagen, es ist eine Drohung. Das heißt, ich sage, wenn du das nicht machst, dann wird etwas passieren. Typischerweise, oder ich könnte zum Beispiel sagen, mach ja deine Hausaufgaben oder du gehst heute ohne Abendessen ins Bett. Das heißt, ich sage, mach das oder es gibt eine schlechte Konsequenz für dich. Das gleiche wäre auch, wenn ich sagen würde, mach bloß deine Hausaufgaben. Sonst, bla 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 bla, sonst bekommst du kein Geburtstagsgeschenk oder so etwas Ähnliches. Das heißt, ja und bloß funktionieren in einem Imperativsatz, in einer Aufforderung, so, dass sie die Aufforderung sehr stark machen, dass sich fast die andere Person in eine unangenehme Situation bringe. Komm heute ja nicht zu mir. Komm auf keinen Fall zu mir. Egal was passiert, bleib weg. Oder zum Beispiel, Max hatte einen sehr schlechten Tag und ich sage dir, frag ihn bloß nicht, wie es ihm geht. Sonst passiert etwas ganz Schlimmes, sonst beginnt er zu weinen oder er wird verrückt, so etwas in die Richtung. Also diese Funktion haben ja. Und bloß in Imperativsätzen. Relativ ähnlich ist es bei dem Satz, mach gefälligst deine Hausaufgaben. Das ist recht ähnlich, wie wenn ich sage, mach deine Hausaufgaben. Nur wenn ich sage, mach gefälligst deine Hausaufgaben, dann hat das sehr viel Energie. Mach gefälligst deine Hausaufgaben. Komm gefälligst pünktlich zur Schule. Das klingt sehr autoritär. Das klingt so, ich bin stark, ich bin wichtig, ich bin mächtig. Du kannst leise sein und das machen, was ich sage. Mach gefälligst das, was ich sage. Das heißt,
Mit dieser Formulierung müssen Sie ein bisschen aufpassen. Wenn jemand zu mir sagt, komm gefälligst, dann sage ich, sei leise, ich mache, was ich will, nicht das, was du mir sagst. Okay, also Sie sehen, mit gefälligst oder auch mit der Modalpartikel schon, mache ich einen Imperativ noch imperativischer oder noch stärker, noch intensiver. Sei schon leise. Sei gefälligst leise. Bedeutet jetzt, wirklich, sofort, keine Diskussion. Sei ruhig. Das ist das, was es macht. Und dann kommen wir auch schon weiter zu dem dritten Punkt. Und hier hatten wir den Satz, mach ruhig deine Hausaufgaben. Mach ruhig deine Hausaufgaben. Wenn ich das sage, das könnte zum Beispiel sein, wir haben ein gemeinsames Abendessen. Ich habe 4 Personen zu mir eingeladen und eine sagt, oh nein, dumm, ich muss noch unbedingt diese Hausaufgabe fertig machen. Es dauert nur 15 Minuten und dann kann ich wieder mit euch sprechen. Und dann sage ich, ja klar, natürlich, mach ruhig deine Hausaufgaben. Oder mach nur deine Hausaufgaben. Das heißt, ich sage, es ist kein Problem. Du kannst das gerne machen. Quasi, ich gebe dir das Okay, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun. Ruf mich ruhig an, wenn du ein Problem hast. Dann sage ich, für mich ist es gut, wenn du ein Problem hast, kannst du mich anrufen, jederzeit. Ruf mich ruhig an. Oder frag mich nur, wenn du Hilfe brauchst. Nochmal genau das Gleiche. Ich sage, es ist in Ordnung, es geht klar, du kannst mich anrufen. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt, und zwar dem Satz, mach doch deine Hausaufgaben. Welche Funktion haben wir hier oder was bedeutet dieser Satz? Hier ist es so, dass ich dir vielleicht einen Tipp gebe, eine Empfehlung oder einen Ratschlag. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, ich spreche mit jemandem, der zur Schule geht und diese Person sagt, ich verstehe den Stoff nicht, es ist zu schnell und so kompliziert. Und dann frage ich, ja, aber übst du zu Hause auch? Machst du deine Hausaufgaben? Und die Person sagt, nein, eigentlich nicht. Und dann sage ich, mach doch deine Hausaufgaben. Und damit meine ich, es wäre gut, wenn du deine Hausaufgaben machst. Ich empfehle dir, deine Hausaufgaben zu machen. Das gleiche wäre auch, wenn ich sagen würde, mach mal deine Hausaufgaben. Warum machst du nicht deine Hausaufgaben? Oder mach einfach deine Hausaufgaben. Es ist nicht so schwierig, es ist kein Problem. Mach einfach deine Hausaufgaben. Und dann wirst du sehen, du kannst es lernen. Noch mehr Beispiele für Tipps, Ratschläge und Empfehlungen mit doch, einfach und mal. Ein Freund von mir hat eine Bekannte, die er sehr attraktiv findet, die er sehr gerne mag und mit der er vielleicht zusammenkommen möchte. Und dann sage ich, sprich einfach mit ihr und frag sie, ob sie Lust hat, etwas mit dir zu machen. Sprich einfach mit ihr. Oder sprich doch mit ihr. Oder sprich mal mit ihr. Das wäre gut, das könntest du machen. Oder, jemand sagt mir, ich habe so wenig Vokabular in der deutschen Sprache, das ist ein Problem für mich. Dann sage ich, lies einfach ein Buch. So kannst du neue Vokabel lernen. Bekannter von mir sucht Arbeit, aber es ist schwierig, er findet nichts. Und dann sage ich, geh mal in das Café XY. Ich glaube, dort suchen sie noch Leute. Das heißt, ich empfehle dir, ich rate dir, an diesen Ort zu gehen. Das war's auch schon wieder vom Teil 6 zu Modalpartikeln.
Und wie Sie sehen können, die kommunikative Kraft, Funktion von Modalpartikeln ist sehr groß auf der deutschen Sprache, weil es ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann, je nachdem, welche Modalpartikel ich verwende. Machen Sie doch mit bei unserer Übung. Der Link steht natürlich in der Beschreibung. Und wenn Sie noch Fragen oder Probleme haben, schreiben Sie ruhig einen Kommentar und normalerweise beantworten wir diese relativ schnell. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!